ja, Nachmittag kann man fast um 2:30 schon sagen, ne? Hören der Bündel der Starterwelt. Wir kümmern uns ja wirklich um alle Einsteiger. Das heißt, wir versuchen jeden, der gerade anfängt, überhaupt über das Thema Camping oder Caravaning nachzudenken, so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Wir versuchen so die verschiedenen Modelle zu erläutern, was so die Unterschiede im Camping sind. Aber wir sprechen natürlich auch über ein ganz wichtiges Thema. Das ist natürlich das Thema Zubehör. Also was brauchen wir überhaupt, wenn wir das erste Mal auf große Fahrt gehen? Wie funktioniert was? Auch so ein bisschen die Funktionen müssen wir auch mal durchgehen. Und da bin ich ganz froh, dass der Ralf Schmidt jetzt hier an meiner Seite ist. Du bist von Living2Go. Erklär vielleicht mal allen, was ist denn Living2Go überhaupt? Genau, Living2Go ist ein YouTube-Kanal. Ich bin also einer von den 5 Millionen YouTubern. Und weiß nicht, wer mich kennt, mal Arme hoch. Da ist er fast ein Beispiel. Ja, und beschäftige mich mit dem Thema Caravan. Ich bin Vollzeit-Vanlifer, das heißt, ich lebe auch in meinem Wohnmobil, bin auch nicht mehr in Deutschland gemeldet und bin halt europaweit unterwegs. Darüber können wir jetzt schon 3 Jahre reden, aber das versuchen irgendwie um das Thema Funktion zu bringen. Aber wer das Thema, wem das Thema interessiert, alle 3 Stand F16 am Sonntag, ich glaube um 14 Uhr, habe ich da einen großen Vortrag. Das weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht 16, das schaffe ich nicht ganz, das wäre ich mal vorbeigekommen. Müsst ihr das machen, kriegen wir auch so hin, glaube ich. So, wir kümmern uns jetzt um die Funktionsweisen von Reisemobil oder auch Caravan. Ich würde sagen, wir hangeln uns mal so ein bisschen durch Strom, Gas und Wasser. So, das sind so die Dinge, die viele erstmal befremdlich finden, wenn sie noch nicht unterwegs waren. Fangen wir vielleicht mit Strom an. Wir haben ja in der Regel 2 Stromkreisläufe. Einmal 12 Volt und 230 Volt. Was ist für was? Wann kann ich welchen Stecker in welche Steckdose stecken und da kommt dann auch Strom raus? Okay, also wir haben eine Fahrzeugbatterie, das kennt ihr alle, jeder fährt einen PKW und die wird halt durch die Lichtmaschine aufgeladen. Und da wollen wir aber keinen Strom herholen, wenn wir im Fahrzeug selber sind und leben. Da gibt es also dann die sogenannte Aufbaubatterie, die in der Regel viel zu klein ausgelegt ist. Also immer wenn man ein Wohnmobil kauft, können wir sicher sein, dass der erste die erste Zweitinvestition, die man regeln muss und will, wenn man autark sein will. Ne? Also wenn man immer auf einen Stellplatz oder auf einen Campingplatz fährt, ist das kein Problem. Aber ansonsten ist diese Aufbaubatterie, ist meistens 100 Ampere, AGM oder so eine Gelbatterie, die hat 100 Ampere Endleistung. Tatsächlich kann ich da nur 50 Ampere rausziehen und dann ist die sozusagen tief entladen schon. Und wenn diese Größe Ampere zu kompliziert, also wie soll ich sagen, so nicht nachvollziehbar ist, habt ihr einen Kastenwagen, dann habt ihr in der Regel einen Kompressorkühlschrank drin und der zieht 24 Stunden auf Stufe 3 ca. 50 Ampere. Das heißt, wenn er morgens den Wagen startet, ist die Batterie schon alle. Sind wir jetzt schon aber Entschuldigung, noch einen Nachsatz. Ja. Aber nur die Fahrzeugbatterie, das heißt, euer Auto könnte natürlich dann trotzdem noch starten. Ja. Aber ich hätte tatsächlich mal einen Schritt vorher angesetzt. Wir sind ja schon in dem Zubehör sozusagen, was wir brauchen eventuell eine zweite Batterie, sondern wirklich, also ganz banal gesagt, wenn ich den Stecker, den normalen Schoko-Stecker von irgendwas, meinem Handy beispielsweise, also wirklich mit Schoko-Stecker, in die Steckdose stecke, kommt da Strom für mein Handy raus oder nicht? Nein, nicht mit Schoko-Stecker, sondern mit einem USB-Stecker. Also USB. Ja, wir haben ja nur 12 Volt Bordstrom. Ne, und alles, was ihr so an Stecker da seht, 230 Volt funktioniert nicht, sei denn, Zubehör, ihr habt einen Wechselrichter. Also jemand, also ein Gerät, was die 12 Volt wieder ja, hoch interpoliert auf 230 Volt. Das ist aber eine sehr, wie soll ich sagen, energiefressende Geschichte. Muss ich da auf irgendwas achten, wenn ich jetzt beim Wechselrichter kurz bleibe, wenn ich jetzt sage, ich will auch meinen Laptop beispielsweise daran anschließen oder irgendwelche empfindlicheren Geräte? Sollte ich mich da um einen speziellen Wechselrichter kümmern oder kann ich jeden nehmen? Da gibt es ja von bis, ne? Ja, also grundsätzlich kann man auch einen Laptop über 12 Volt laden. Also da müsst ihr halt auf den Laptop also schauen, was der so verlangt. Die normale USB-Steckdose zieht, glaube ich, 5 Ampere, das heißt, natürlich sehr, sehr lange, bis der Laptop wieder geladen ist. Kommt natürlich auch darauf an, was ihr macht. Wenn ihr Filme schaut oder Filme schneidet, so wie ich, dann könnt ihr USB nichts machen, das frisst sie nicht so weg. Ja, wenn ihr euch einen Wechselrichter anschafft, dann solltet ihr in jedem Fall einen Wechselrichter zulegen, der eine reine Sinuswelle, eine sogenannte reine Sinuswelle erzeugen kann. Das hängt damit zusammen, dass die elektronischen Geräte, Föhn natürlich jetzt vielleicht nicht, aber ein Laptop halt
sehr empfindlich sind und da sollte der Strom möglichst langsam, also gleichmäßig ins Gerät reinfließen. Also ganz wichtiger Hinweis. Ja. Du hast eben gesagt, in der Regel sind im Fahrzeug Bleigel-AGM-Batterien verbaut in den Regeln. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt mittlerweile auch noch andere Batterien auf dem Markt. Kennst du dich damit ein bisschen aus? Genau, da gibt es halt die Lithium-Batterien. Eisenphosphat-Akkus solltet ihr dann nehmen. Die sind also sehr, ja, wie soll ich sagen, robust und ja, können nicht explodieren oder sowas. Da seid ihr also safe und auf der sicheren Seite. Hier bei Knaus zum Beispiel. Und auch wir dürfen keine Hersteller hier auf dem Bühne nennen, das sage ich an der Stelle nochmal. Okay. Also du kannst jetzt noch 50 hinterher rennen, dann haben wir Knaus wieder auf. Das ist nur ein Beispiel. Ich fahre das Fahrzeug nicht, aber da habe ich halt so ein Angebot gesehen. Da kann man dann so eine Lithium-Batterie für 690 Euro als Aufpreis dazu kaufen, auch noch eine zweite. Das sind so Angebote, die würde ich dann auch annehmen an eurer Stelle. Was ist denn der Vorteil von der Lithium-Batterie, außer dass sie teuer war? Also ist jetzt unbedingt ein Vorteil. Ja, eine Lithium-Batterie, sagen wir mal, die hat auch 100 Ampere, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die hat aber nicht nur 100 Ampere Nennleistung, sondern auch effektive Leistung. Das heißt, die können also bis fast auf 0 Ampere runterladen, also wie soll ich sagen, beanspruchen. Ist also sozusagen die doppelte Kapazität einer normalen AGM-Batterie. Bei halbem Gewicht ungefähr, leg mich jetzt nicht fest. Und der hat halt auch noch Intelligenz drin. Ne? Also das heißt, da ist so ein BMS drin, sogenanntes Batterie-Management-System, die Batterie permanent überprüft, weil da sind ja so Zellen drin und die muss man immer möglichst gleichmäßig entladen und wieder vollladen. Das macht aber alles dieses BMS. Ja, und wenn er da also noch 100 Ampere Lithium-Batterie einbaut, dann habt ihr praktisch zwei AGM-Batterien drin. Zu einem Gewicht, ja, ich sag jetzt mal 30% von den zwei AGM-Batterien. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wie lädt denn so eine Batterie überhaupt? Egal welche ich jetzt verbaut habe. Reicht das, wenn ich ab und zu mal ein paar hundert Meter weiterfahre und ein paar Kilometer weiterfahre? Also lädt die durchs Fahren oder was mache ich dann im besten Fall? Großes Thema. Ich will ja mal Einsteigerbereich, deswegen versuche ich es möglich einfach zu machen. Ich versuche es zu erklären. Also wir sind ja alle sehr viel umweltbewusster geworden und die ganzen Fahrzeughersteller sind gezwungen, bestimmte Werte einzuhalten. Und da gibt es ja die verschiedensten Techniken, Katalysator und so weiter, aber es gibt halt auch die Technik, möglichst wenig zum Beispiel die Lichtmaschine laufen zu lassen. Das bedeutet, dass wenn ihr fahrt und die Fahrzeugbatterie, die also für das Starten des Fahrzeugs zuständig ist, 80% circa Leistung zu 80% voll ist, dann lädt die Lichtmaschine nicht mehr vernünftig nach. Und der Weg ist ja normalerweise Motor, Fahrzeugbatterie, Aufbaubatterie. So, und wenn aber nur noch 20% nachgeladen wird, dann kommt an der Aufbaubatterie nicht mehr genug Strom an. Ne? Also die braucht dann, also weiß ich nicht, von hier bis Rom oder so, bis die dann voll ist. Also es ist wirklich eine sehr lange Strecke. Deshalb baut man sich... Ein Ladebooster ein, genau. Genau, das wäre eine Möglichkeit, damit mehr Strom in die Aufbaubatterie sozusagen. Genau, und da gibt es auch verschiedene Größen. Ne? Also Ladebooster gibt es so mit, weiß ich nicht, 10 Ampere, 20 Ampere, 80 Ampere. Hier gibt es so einen Hersteller, der hat jetzt einen 150 Ampere Ladebooster angeboten. Und als Daumenwert könnte immer, also man darf den Ladebooster auch nicht zu groß, zu stark auslegen, aber als Daumenwert könnt ihr immer die halbe Ampere Leistung eurer Aufbaubatterie als die Größe des Ladeboosters sozusagen dazu rechnen. Sind wir schon in einem sehr, sehr guten Bereich, aber weißt du, was noch eine ganz einfachere Variante ist? Selbst wenn ich nur eine kleine, relativ 100 Ampere Batterie verbaut habe. Es gibt ja eine ganz einfache Variante, wenn ich nicht autark bin, nämlich welche? Ja, man kann sich an den sogenannten Landstrom anschließen. Das meinst du hoffentlich. Das meinte ich tatsächlich. Das ist ja so der erste Punkt. Also ich kann meine Batterie auch durch den Landstrom immer wieder aufladen. Ganz genau. Das ist ja sicherlich die gängigste Art und Weise. Und dann ist es auch relativ, aber da kommt es natürlich auch auf den Laderegler ein, den ihr eingebaut habt. Na, auch der müsst ihr dann mal gucken, wie viel Ampere der da so reinsteckt in die Batterie.
ja, die Hersteller bauen natürlich immer am Kosten, wie soll ich sagen, wie sagt man so, guckt immer so auf die Kosten und da ist nicht immer das Beste verbaut. Also man kann da natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Man kann schon davon ausgehen, dass wenn man, weiß ich nicht, 100.000 Euro für ein Wohnmobil ausgibt, dass da vernünftige Geräte verbaut sind. Und es gibt sicherlich auch, muss ich mal so sagen, so die kleinen Manufakturen, Wohnmobilmanufakturen, die haben meistens auch besseres Zeug verbaut, muss man schon sagen. Ganz banale Frage. Bevor ich das erste Mal auf Tour gehe, muss ich mir dann deswegen, um dieses Kabel beispielsweise zu haben, nämlich genau ein Kabel kaufen. Welches? Ja, das ist halt ein Stromkabel, ne? mit diesem CE-Stecker, mit einem runden, dicken CE-Stecker. Ich kann immer nur von mir reden. Ich habe davon zwei Kabel drin, zwei 10-Meter-Kabel. Finde ich perfekt. Mit einem 10-Meter-Kabel komme ich in der Regel aus. Wenn ein bisschen weiter weg ist, die Stromsäule, manche sind ja so städtische Stellplätze, sind da schon mal ein bisschen komisch geplant, sage ich mal vorsichtig. Da braucht man vielleicht auch 20 Meter. Viele haben auch eine Kabeltrommel dabei. Da kann man praktisch nicht rein. Wobei das für den Außenbereich nicht unbedingt geeignet ist. Also ich glaube sogar, die offizielle Vorschrift ist 25 Meter Kabel und 2,5er Durchschnitt. Richtig. Und halt für den Außenbereich geeignet. Also das ist so die offizielle Geschichte. Ja. Ich habe sogar auf Campingplätzen schon erlebt, dass ich mehr gebraucht habe als 25 Meter. Aber auf Stellplätzen in der Regel gerne. Das gibt es ja. Ja. Aber ich habe es, glaube ich, erst einmal erlebt in meinem Leben. Aber wenn ihr mehr brauchen solltet, dementsprechend noch mehr Kabel habt, und das hast du mit Sicherheit auch. Nee. Ganz wichtig, nein? Nein. Warum nicht? Diese kleine Steckverbindung, 3,95 im Zubehör, dass man die Kabel ineinander steckt und dann vor Regen schützt. Habe ich schon. Hatten wir nämlich tatsächlich gestern ein Beispiel hier, der hat uns im Publikum darauf hingewiesen. Er hat gesagt, wenn es ordentlich regnet und das Wasser nicht nur von oben kommt, sondern auch anfängt in der Pfütze rumzustehen, dann bitte auch diese also kleine Plastikverpackung gibt es als Säckchen, gibt es genau. Auch als Hartschale, dass man die Kabel, die Außenkabel wirklich nochmal einmal schützt für 3,95 und da, dass da der Regen nicht mehr reinkommt. Also ich habe da nichts dagegen, aber ich mache nicht. Gut, aber wir machen das. Nur, weil das hat tatsächlich den kompletten Campingplatz hier gelegt, hat er mir nämlich gestern noch erzählt. Weil das letzte Mal wirklich von oben und von unten kam und hat gesagt, wir hatten alle keinen Strom mehr und das für einen halben Tag, müssen wir ja nicht unbedingt machen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich ganz, ganz selten in der Steckdose bin. Daran wird es liegen. Guck mal. Ich bin manchmal in der Steckdose, deswegen sage ich das. Aber dann die nächste Frage, wenn du nicht so oft an die Steckdose möchtest, ist natürlich ein großes Thema Solarzellen. Kannst du da was empfehlen? Wie viel brauche ich da oder brauchst du überhaupt nicht? Möchtest du das mit anderen Sachen generieren, den Strom, wie machst du das? Also es ist so, dass hier ja auch auf der Messe ganz viele Hersteller mit Autarkie werben und dann tun die da oben so Plättchen drauf von 100 Watt, Entschuldigung, und das ist natürlich albern, muss man mal sagen. Auch da gibt es ja wieder Nennleistung, also 100 Watt Nennleistung, die bringen maximal 80%, also unter Laborbedingungen vielleicht 100 Watt, aber in der Regel 80 Watt, aber auch nur einen kurzen Moment am Tag. Ne? Also da muss ja die Sonne genau im 90 Grad Winkel auf diese Platte scheinen und kein Wölkchen und was auch immer. Wenn die Sonne aufgeht morgens, dann läuft die ja so, das kennen wir alle. Das heißt, diese 100 Watt können wir ja ausrechnen, da kommt nicht so viel rein. Also ich persönlich habe 860 Watt oben auf meinem Wohnmobil. Ich habe 550 Ampere Lithium verbaut und damit kann ich autark sein. Autark heißt für mich nicht eine Nacht, sondern ja, 8 bis 10 Tage. Du lebst jetzt aber auch im Weißenhof. Das genau. Ist vielleicht nochmal eine andere. Absolut. Wenn ich gerade Einsteiger bin, aber es bringt was mit dem Solar. Was hältst du zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder sagst, ne, die Sonne wandert, es gibt ja auch mobile Solarpaneele, hast du schon mal ausprobiert, funktionieren die genauso gut oder gibt es da Unterschiede? Da habe ich tatsächlich auch noch zwei in meinem Wohnmobil, 200 Watt. Die setze ich aber relativ wenig ein. Also die Frage ist ja immer, was brauche ich? Und dann ist immer die Antwort, ja, es kommt drauf an. Ne? Das ist ja diese Antwort, die keiner hören mag. Ne? Also ich mag sie immer nicht hören. Ne? Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr von einem Stellplatz an den nächsten fahrt, sagen wir mal, ihr seid 3 Wochen unterwegs und wollt 2 Tage mal autark stehen oder sozusagen als Sicherheit haben, dann braucht ihr das ganze Zeug überhaupt gar nicht. Aber möchte man auch mal 3 Tage irgendwo stehen, dann sollte man sich über diese Dinge Gedanken machen.
Ich stehe fast immer frei, also ich stehe vielleicht einmal die Woche am Stellplatz oder auch am Campingplatz. Campingplatz sehr, sehr selten, weil ich da vielleicht mal Wäsche waschen muss und so weiter. Deshalb bin ich dann am Campingplatz. Ja, und die restlichen Zeit stehe ich halt einfach frei. Und an schönsten Plätzen dieser Welt. Das ist immer das Allerbeste. Manchmal aber auch nicht. Man steht auch schon mal im Industriegebiet. Wenn dann morgens die, weiß ich nicht, Müller vorkommt oder so um 6 Uhr. Aber ihr wisst ja, wenn er hier auf der Messe übernachtet, dann wisst ihr, was 6 Uhr ist. Da kann er ja schon das Weiße im Auge des Piloten sehen, der dann knapp über Wohnmobil erzieht. Wobei ich glaube, viele, die wirklich hier sitzen in der Starterwelt, wirklich noch gar kein Reisemobil in Karawan haben. Er hat ja ein Reisemobil. Oder ein Karawan, ist egal. Ja, das genau. Das sind relativ wenige tatsächlich. Ich glaube, das sind die Fans, die du mitgebracht hast. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn ihr übrigens deswegen Fragen habt, ne, weil wir vielleicht zu schnell sind oder ihr irgendwas nicht versteht, gebt mir kurz ein Zeichen, wir können das alles klären. Ne? Dafür ist er ja da. Ich muss alle auch Anfängerfragen ohne Ende beantworten. Hast du mir alles nicht erzählt vorher? Doch, natürlich. Wir haben doch gesagt, Starthandel. Typisch Frau. Nein. Wir haben doch noch Kontakt. Und hast du noch zu mir gesagt, Schätzelein, springt das. Da war ich schon mal drauf. Ja, Männer sind immer so ein bisschen, ne, wollen ja nicht schwach wirken. Nee, das müsst ihr auch nicht. Wir können von bis alles abfragen bei dir. Besser geht's doch nicht. Also, Entschuldigung. Ja, hier vorne ist eine Frage. Ja, ich habe mal eine Frage zum Thema Ladebus. Habe ich das richtig verstanden? Der Ladebus soll etwa die Hälfte dessen? Kann maximal. Wir müssen einmal kurz die Frage wiederholen, damit alle das auch hinten verstehen. Also, wir haben nochmal eine Frage zum Ladebus, ob der wirklich maximal die Hälfte. Ja, also wenn die Batterie, sagen wir mal, 100 Ampere hat, dann müsst ihr keinen 50 Ampere Ladebooster einbauen. Ne? Also ihr könnt auch einen 10er, einen 20er, du kannst auch einen 60 Ampere einbauen, aber die Batterie soll ja lange leben. Lithium-Akku lebt ja sehr, sehr lange, also keine Ahnung, also fast nicht 10-mal so lange wie eine AGM oder so, also hat eine sehr lange Lebensdauer. Wobei wir ja hier immer über Zyklen reden und der Zyklus einer AGM, also einer Lithium-Batterie, wird immer so gerechnet, das ist eine ganz wichtige Information, ihr entlädt die vielleicht zu 60%, um mal zu sagen, und dann ladet ihr die voll, dann ist das kein Zyklus. Ne, sondern dann ladet ihr die vielleicht zu 20% und ladet die wieder voll. Und dann vielleicht nochmal zu 20% und wieder voll. Und dann habt ihr die 100% erreicht, in drei verschiedenen Tagen sozusagen. Und dann ist das ein Zyklus. Und so diese Lithium-Akkus haben in der Regel so 3.000-4.000 Ladezyklen oder so Powerstation zum Beispiel. Und dann bringen die aber immer noch 80% Leistung. Ne? Also erst dann sind die von den 100% runter. Das heißt, ich werde da nicht mehr erleben in meiner Powerstation, die mal 80% hat. Also nur, um das mal zu relativieren. Und dann ist natürlich so, wenn ihr eine 100 Ampere AGM habt, Lithium habt, und ihr habt einen 50 Ampere Ladebooster, dann ist er natürlich in 2 Stunden voll. Ne? Also das ist natürlich gut, wenn ihr immer so kurze Strecken fahrt. Das ist eine hohe Ampere-Leistung natürlich vorteilhaft. Habt ihr jetzt einen 10 Ampere Ladebooster, dann müsst ihr 10 Stunden fahren. Ne? Also, so als Traumwert. Die zweite Frage. Frage beantwortet? Ja, ich glaube schon. Er notiert. Wenn er notiert, ist das immer gut. Wenn er könnte uns nicht so viel merken. Nee, ich würde das auch notieren, um Gottes Willen. Ach komm, Frau, nee, ich glaube gerade, wenn ich Starter wäre, ich würde auch einfach alles, wer schreibt, wer bleibt, das ist doch das klassische Thema. Also meine Frau wusste immer alles, was ich vor 10 Jahren noch gesagt habe. Also das ja, aber das ist die emotionale Ebene. Ach so, okay. Hier geht es um die technische Ebene. So, jetzt müssen wir nochmal ganz, ganz, ganz klarstellen. Du hast gerade über die Powerstation geredet, sind auch jetzt relativ gut im Kommen, da tut sich total viel. Kannst du sowas empfehlen? Oder für wen kannst du sowas empfehlen? Braucht ein Einsteiger das? Braucht ein Fortgeschrittener das? Braucht jemand? Kommt wieder drauf an. Ja, schöne Antwort. Ja, also die Powerstation ist, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr tolle, wertvolle Entwicklung. Da muss man wirklich sagen. Eine Powerstation besteht ja aus ganz vielen Komponenten. Ne? Das ist so eine Kiste mit ein paar 230 Volt-Stecker, die werden USB-Stecker und so weiter. Und dann seht ihr immer so schöne Bilder, wo so ein, weiß ich nicht, Laptop, ich hätte nicht mal wieder eine Marke gesagt, ein Laptop irgendwo am Strand steht und ja, dann könnt ihr den halt laden. Das ist aber eigentlich gar nicht das
Also das kann man natürlich auch, aber man muss oder man kann oder man sollte wissen, dass so eine Powerstation aus ganz vielen Komponenten besteht. Nämlich erstens mal aus einer Lithiumbatterie, zweitens mal aus einem Wechselrichter und drittens mal aus einem MPPT-Laderegler, also um da sein Solar anzuschließen. Und dieses und natürlich auch viel Technik, die den ganzen Kram da überprüft, alles in einer Box. Und wenn ich mir heute ein Auto ausbauen würde oder mal anfangen würde, so da reinzuschnuppen oder diese ganzen Dachzeltleute und so weiter, dann würde ich mir nur so eine Powerstation. Die stelle ich mir ein Auto, fertig. Also auch eine sehr gute Sache, je nachdem, wie man unterwegs ist. Entschuldigung. Ich habe gerade gedacht, oh mein Gott, wir quatschen die ganze Zeit über Strom, müssen noch weitermachen, aber erzähl erst mal weiter. Doch, das muss ich noch sagen. Ja. Ich habe ja auch eine Powerstation, 150 Ampere, also dickes Ding, also relativ, wie soll ich sagen, groß für meine Kapazität, die ich sowieso habe. Aber das ist halt sozusagen mein Backup. Also Euro muss nicht so groß sein, aber wie es jetzt in Dänemark ist mir der Wechselrichter kaputt gegangen. Und sich die Haare nicht zu föhnen, ist bei mir jetzt nicht so schlimm, aber ich habe einen 4K-Monitor, wo ich die Filme schneide, einen Fotograf, Bildbearbeitung mache. Da bin ich auf 230 Volt Wechselstrom angewiesen. Da hätte ich nicht arbeiten können, es sei denn, ich hätte auf den Stellplatz gewusst. Und da war natürlich die Powerstation gut. Ne? Also als Backup-Lösung, auch in einem voll ausgestatteten Camper, durchaus eine Überlegung. Okay. Machen wir weiter mit dem Thema Wasser. Ist ja auch ein unfassbares. Ja, da gibt es noch eine Frage, bitte. Kann man so eine Powerstation auch an den Anschluss für den Landstrom hängen? Kann man so eine Powerstation auch an den Anschluss für den Landstrom hängen? Mir tut es schon weh, diese Frage zu wiederholen. Ja. Also, das ist eine Frage, das geht ja, du kursierst ja durch die YouTube-Kanäle. Ne? Also, du wolltest mich reinlegen. Das geht, aber dann müsst ihr halt den Stecker umbauen. Ich bin kein Elektriker, kann ich euch auch nicht empfehlen, aber im Prinzip ist es relativ einfach. Ihr müsst nur die Erde, dieses gelbe Kabel, müsst ihr halt an Plus oder Minus. Wir wollen aber hier keine illegalen Tipps auf die Bühne geben. Also auf der Bühne sagen wir nein. Nein. Entschuldigung, deswegen habe ich mir gesagt, mir tut es schon wie die Frage. Also ihr solltet die Powerstation nicht. Auf gar keinen Fall, ohne Hintergründe zu kennen, an die Außensteckdose eures Campers hängen. Die Frage ist aber insofern berechtigt, weil ja größere Camper haben ja einen Absorberkühlschrank. Und so ein Absorberkühlschrank frisst ja unglaublich viel Gas. Ne? Also ich brauche alle 30 Tage brauche ich eine 11 Kilo Flasche Gas. Nur für den Kühlschrank. Also ich habe natürlich auch noch ein bisschen Kochen und so weiter. Aber ja, und dann könnte man schon auf die Idee kommen, ich habe ja Solar ohne Ende vielleicht, einen sonnigen Tag, und dann kann ich ja die Powerstation da dranhängen. Aber die ist dann schon relativ schnell auch leer, ne? Weil also über 12 Volt oder 230 Volt braucht er natürlich noch mehr Strom, um die Leistung zu bringen. Aber ich habe auch schon mal mir überlegt. Aber wir dürfen es nicht. So, Entschuldigung, wir wollen hier keinen Einschränkungen. Aber Entschuldigung, könnte man beim Wechselrichter halt seine Tipps geben. Das wollen wir auch nicht. So, wir sind auf der sicheren Seite. So, machen wir weiter mit dem Thema Wasser, weil da muss man auch ein bisschen was bedenken. Du bist jetzt natürlich der Kandidat, der hat einen unfassbaren Durchlauf, aber wir gehen jetzt mal von dem Einsteigerurlauber aus. Ich gehe mal davon aus, dass du schon dein Wasser regelmäßig tauscht, oder nicht? Ja, also einen hohen Durchlauf an Bier habe ich, aber nicht an Wasser. Also, aber du musst dich doch mal ab und zu waschen. Ja, das tue ich schon. Ja, cool. Also hast du auch schon, also grundsätzlich ist dein Wasser vom Frischwassertank aus, sage ich auch mal öfter in Bewegung, dass es mal ins Abwasser läuft. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Das handelt. Ah, okay. Ich mag jetzt gar nichts trinken. Aber wenn ich jetzt der normale Einsteiger bin, der öfter mal auf Touren fährt, dazwischen immer mal wieder stehen lässt, Frischwasser nach der Tour ablassen oder drin lassen? Komplett, ja. Also alles immer wieder raus. Punkt. Wie sieht es aus in Sachen Tankreinigung? Also wie oft sollte ich, wenn ich jetzt wirklich der normale Urlauber bin, einen Tank reinigen, ein Tanksystem wirklich reinigen? Da gibt es ja auch entsprechende Mittel hier dazu. Ja, also das ist ja auch so ein Thema, was unglaublich hochgehypt wird. Ich habe jetzt meinen Tank immer in Bewegung. Für mich trifft das alles nicht zu. Aber wer den sicheren Weg gehen will, der sollte eigentlich das Wasser immer ablassen. Für zwei, wenn man für zwei, drei Wochen umsteht oder vielleicht für zwei, drei Monate sogar.
Und wenn er dann sein Fahrzeug wieder aktiviert, dann sollte er es vorher reinigen und dann wieder Frischwasser einfüllen. Da gibt es halt die verschiedensten Methoden. Keine Ahnung. Also kann man wenn man ankommt, mit der Hand ein bisschen reinigen. Ich mache beispielsweise Tankreinigung zweimal im Jahr, einmal vor der Saison, einmal am Ende der Saison, also dass ich einfach so eine komplette Reinigung mache. Ansonsten gibt es noch Konservierung, also diese Silberionennetze. Auf gar keinen Fall. Würdest du nicht machen. Das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, ja. Das ist natürlich eine ganz persönliche Sache, genau. Also Silberionen sind ja, also wenn ihr ein Vermietfahrzeug mietet, dann ist vom Gesetzgeber verboten, da Silber einzufüllen in den Frischwassertank. Und privat könnt ihr das natürlich machen, ich würde es nicht machen. Ich habe überhaupt gar keine Mittelchen in meinem Wasser. Für Konservierung. Wie ist das denn beispielsweise, wenn du in ein Land fährst, wo du sagst, das ist keine in dem Sinne Trinkwasserqualität, wie wir es hier zueinander sozusagen gewöhnt sind? Wenn man wirklich weiß, das Wasser ist nicht so dolle, dann gibt es ja beispielsweise, wo ist das? Das kann ich nicht sagen, aber da gibt es ja beispielsweise einen Krankheitsfilter, wenn man mit OP weiß, ja. Manchmal sieht man es ja auch schon, dass das Wasser nicht dolle ist. Ja, aber kenne ich mich tatsächlich nicht mit aus, weil ich trinke mein Wasser nicht. Ne? Also ich koche dann ab und trinke halt Kaffee, aber ich würde das jetzt nicht so aus der Leitung trinken. Mit diesem ganzen Filterkram. Ja, ich weiß, das ist ein großer Hype, viele schwören drauf, ich sage auch gar nichts dagegen, ist mir aber zu kompliziert. Also, das ist auch nur meine Meinung. Also man muss ja die Filter regelmäßig tauschen, sonst setzen sie nicht zu, dann kriegt man das Wasser nicht mehr in den Tank oder weiß ich nicht, die 6 Wohnmobile hinter euch, die werden langsam nervös, weil der so lange braucht mit dem Wassertank, Frischwassertanke. Ich habe ja einen Hund dabei, der bekommt immer stilles Wasser aus der Flasche, würde ich mir dann fertig. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was du zu dem nächsten Thema sagst. Es gibt ja auf Stellplätzen und auf Campingplätzen, wo man Frischwasser tanken kann, wenn wir mal kurz beim Frischwasser bleiben, gibt es ja immer diese wunderbaren Schläuche, die ungefähr 30 Jahre da an diesem Campingplatz schon dran sind, die in der Regel häufig mal unten irgendwo da so rumliegen. Benutzt du die? Ja, klar. Also. Schön. Damit reinigen ja gelegentlich die Menschen auch, obwohl man es nicht tun sollte. Deswegen machen Sie das bitte nicht. Nein. Also ich nutze überhaupt gar keinen Fremdschlauch. Ne? Also Punkt. Es gibt ja fest verbaute Schläuche. Da hat man sozusagen keine andere Chance. Jetzt zum Beispiel hier auf dem Stellplatz so. Dann kann man keinen anderen Schlauch dran machen. Ich habe gerade einen gesehen, der ist der Fäkalientank geplatzt, also so ein Riss. Ne? Den ganzen, ja, Entschuldigung, Mist, schwamm da rum, er mit dem Schlauch da. Da dachte ich, ja, du bist ja da mit dem Frischwassertank jetzt hier. Also, ich würde niemals, nie aus einem gebrauchten Schlauch oder einen Schlauch, den ich nicht sozusagen in meiner Beobachtung habe, das macht einfach nicht. Wir wissen nicht, welcher komische Mensch da vorher dran war. Also an der Stelle hast du dann einen eigenen Schlauch an Bord mit so einem einfachen, was für ein Stecksystem hast du dann auch so ein ganz normales Containerstecksystem, ne? Thema Schlauch, soll ich was sagen? Ja. Gerne. Also da gibt es auch die wildesten Geschichten. Und da ist auch wieder alles richtig. Ich kann ja immer nur sagen, wie ich es mache. Ich kaufe mir einen 10-Meter Schlauch, lebensmittelecht. Der ist ein bisschen dicker, kriegt er auch beim Obi und so weiter, also diese durchsichtigen Schläuche, die so ein Gitter haben, aber können wir natürlich auch im Internet bestellen. Bei Bauhaus oder bei Hagebauhaus. Ah, gut, es ist jetzt kein Hersteller, ich lasse es. So, und den schneide ich, also da schneide ich 3 Meter ab, ne? Und dann mache ich da 4 Gardena-Einstücke dran, ne? Die kennt ihr alle, und kaufe mir 2 Kupplungen. Und das war's. Und den 7-Meter-Schlauch, den hole ich halt ein mit den Kupplungen, der kommt tief in die Garage und der 3-Meter-Schlauch ist griffbereit. Und damit komme ich in 95% der Fälle komme ich mit den 3 Metern aus. Der Vorteil ist nämlich, dass dieser Schlauch nicht so lang ist und damit nicht in der Suppe unten auf dem Boden rumschwappt. Und das holt diesen Kran holt er euch ja mit ins Wohnmobil, das darf man immer nicht vergessen. Ich weiß nicht, wem schon mal in einer fremden Dusche, nachdem man schon geduscht hat, das Handtuch runtergefallen ist. Das versaut einem echt den Tag. Ne? Und so ähnlich sehe ich das einfach auch mit dem Wasserschlauch. Das ist eine
ein schönes Bild, das ist genauso eklig, das kommt auch gleich. So, jetzt haben wir ganz viel über Frischwasser geredet. Wir haben aber in der Regel natürlich im Wohnmobil auch noch einen Abwassertank verbaut. Ja. Wohnmobil. Große Frage, das nennt sich auch Grauwasser, wo entleere ich das? Ja, möglichst im Naturschutzgebiet. Mann, das Erste, was man sagt, wird, das merken sich die Leute. So, okay. Ich werde echt nervös. Also, ja, tut mir leid. Also natürlich entsorge ich den vernünftig und richtig. Ich gehöre auch zu den Leuten, die immer mehr Müll mitnehmen, als sie bringen. Das tue ich tatsächlich. Also es gibt Grenzen, das ist klar. Also manche Stellplätze sind wirklich, oder wo ich frei stehe, sind einfach zu übermüllt. Aber ich würde immer richtig entsorgen. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Auf dem Stellplatz ist das klar, oder auf dem Campingplatz, da gibt es das. Ist klar, wenn man noch nie drauf war. Ja, aber da gibt es so eine Versorgungseinheit und da fährt man hin, ganz, wie soll ich sagen, ganz mutig. Und dann versucht ihr, diesen Abwassergulli zu treffen. Also da sieht man, wie die Leute planen. Ne? Die planen nämlich meistens, in Fahrtrichtung ist dann dieser Gulli verbaut, aber alle Fahrzeuge haben den Auslauf rechts oder links. Das heißt, ihr müsst immer ganz weit rechts oder ganz weit links an der Mauer vorbeifahren, damit ihr da überhaupt den Gulli entsorgen könnt. Das ist wirklich unglaublich, unfassbar. So ein Gulli muss natürlich quer verbaut werden und da könnt ihr dann ganz bequem sag mal schnell anfahren und den Gulli bitte auch treffen. Ne? Bitte auch treffen. Also, das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Manche fahren da so, wie soll ich sagen, ganz locker hin. Die Betonplatte, die da meistens verbaut ist, ist natürlich konisch. Das heißt, der ganze Kram läuft natürlich dann so in diesen Gulli. Aber das wollt ihr doch nicht sehen, was der Nachbar hat. Der da tagsüber da irgendwie gegessen hat und so weiter. Ne? Und dann sprühen die das nicht sauber. Ich finde, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man den Gulli schon genau treffen und das Wasser genau da reinfließen lassen. Und wenn ihr nicht zu zweit seid, ihr habt vielleicht eine GoPro-Kamera oder so eine Action-Kamera dabei, die auch Handybild überträgt und dann macht ihr euch die irgendwo dran. Also nur für diese Betankung oder Enttankungsgeschichte müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht eine Metallplatte, ein kleines Plättchen hinkleben, GoPro dran und die Action-Cam dran und dann könnt ihr auch sehen, wo der Stutzen rüberfährt und dann könnt ihr bequem ablassen. Also einfach Übungssache. Ne? Zur Not sagen, wo ist mein Tank? Auch den Nachbarn vielleicht fragen, kannst du mich noch kurz einweisen, ist auch so eine ganz banale Sache. Ne? Einfach, ja, genau. Ganz wichtig, das machen leider auch einige falsch, ist die Kassettentoilette auch da hineinzukippen, weil die muss anders entsorgt werden, nämlich wie? Jein. Also ich wollte nämlich noch anfügen, eigentlich, es gibt auch Spezialisten, die ihren Abwassertank in einen normalen Gulli entsorgen. Das ist häufig total okay, aber das ist auch häufig nicht okay, nämlich dann, wenn die Gemeinde zwei verschiedene Kanalisationen verbaut hat. Das gibt es ja hier in Düsseldorf jetzt vielleicht nicht, aber es gibt Gemeinden, da tun die das, dann fangen die halt das Regenwasser auf, um das wieder zu nutzen. Und der Abwasser ist halt ein ganz anderes System. Also da bitte vorsichtig sein. Ja, und die meisten Stellplätze und Campingplätze, die haben zwar einen extra Ausguss für Toilette, ist aber dann doch, kommt dann doch wieder zusammen. Ja gut, aber dennoch müssen wir uns daran halten, dass wir jetzt nicht die Chemietoilette da in den offenen Ausguss mit allem drum und dran, es ist ganz häufig nicht zusammen und deswegen lieber die Chemietoilette. Nein, also Chemie gibt es sowieso nicht. Punkt. Kauft kein Chemiekram. Bitte lasst es sein. Es gibt so viele schöne Ersatzprodukte, die nichts mit Chemie zu tun haben. Wenigstens das bisschen Umweltbewusstsein und Gewissen solltet ihr wirklich investieren. Ist auch nicht mal, glaube ich, teurer, ich weiß es gar nicht. Ist nicht teurer. Kommt ziemlich aus gleich aus, vielleicht ein Euro oder was. So was im Wettbewerb. Ja. Bitte keine Chemie kaufen. Bitte nicht. Aber grundsätzlich bitte alles auch an der richtigen Entsorgungsstation, wo Chemie-WC, wenn Sie das denn benutzen, auch die biologische Variante. Ja, es gibt ja auch sehr, wie soll ich sagen, umweltengagierte Campingplätze, die ja tatsächlich ein richtiges Ökosystem hinten angebaut haben, mit großen, sieht aus wie Swimmingpool, große Waschbecken, die dann, also Wasserbecken, die dann da Schilf drin haben und so weiter, wo das ganze Abwasser durchläuft und gereinigt wird. Ganz fantastisch, ja, wenn ihr eure Chemietoilette da entleert
Da steht natürlich ein großes Schild, dürft er nicht, aber ne, ihr kennt das ja. Dann ist das ganze Ökosystem da drin. Das machen wir definitiv nicht. Ja. Gibt es noch Fragen zum Thema Wasser? Das ist, glaube ich, ein Bereich, da könnten wir 8 Stunden drüber reden und wäre immer noch nicht fertig, wenn wir das Zubehör uns mal anschauen. Aber sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, machen wir auch mit dem Thema Gas noch mal kurz weiter, dass wir alles mal ein bisschen angesprochen haben. Mhm. Es gibt ja verschiedene Gasflaschen. Wenn wir zum Beispiel uns in Baumärkten umschauen, dann sehen wir eine große graue Gasflasche, dann sehen wir eine große rote Gasflasche. Manchmal sehen wir auch Alu-Gasflasche. Wie unterscheiden die sich vom Grunde her? Also im Wohnmobilbereich nimmt man gerne Propangasflaschen. Die sind halt grün, grün-gräulich. Und in Deutschland haben wir ein Tauschsystem. Da kauft der einer so eine Flasche oder wenn er gut handelt, gibt es den vielleicht dabei beim Wohnmobil. Heutzutage meistens nicht mehr. Das ist leider so. Ja, dann geht er halt zum Baumarkt. Beispielsweise oder auch zum Campingfachhandel, wie auch und so weiter. Zum Campingplatz teilweise auch. Und dann tauscht er die, ne? Geht an die Kasse da. Dann kriegt er so ein Badge oder irgendwas und dann wissen die, dass die Flasche mitgebracht hat. Das ist, solange ihr in Deutschland seid, ganz schön, aber sobald ihr ins Ausland fahrt, ist das natürlich deutlich komplizierter. Keine Frage. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Spiegel. Ich war gerade in Dänemark, da konnte ich die deutsche Flasche tauschen, habe ich aber für die 45 Euro bezahlt. Ne? Also das billig wird das Thema in Zukunft nicht. Ihr kennt die Gründe. Ich baue mir gerade eine Alugasflasche ein, weil ich dann einfach satt bin. Also das ist ein fest verbauter Tank, der aber aussieht wie eine normale Propangasflasche und dann fülle ich halt LPG-Gas da rein. An jeder LPG-Tankstelle kann ich ranfahren, das füllen und so weiter. Das Problem mit den Tauschflaschen besteht ja noch in anderen, also rein praktisch. Ihr seid jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen unterwegs, wollt jetzt nach Spanien fahren, um was zu sagen, dann wisst ihr gar nicht, ist die Flasche voll, ist die Flasche leer, ne? Oder wie voll und wie leer ist sie. Kann man auch alles überprüfen, ist aber auch teuer. Ne? Also, natürlich kann man die auch einfach rausnehmen, auf eine Waage stellen. Also jede grüne Flasche hat ein Gewicht, ein Eigengewicht, und dann rechnen wir halt die 11 Kilo drauf, und dann wisst ihr, wie viel Kilo da noch drin ist. Klar. Aber was wollt ihr machen? Ihr müsst ja tauschen. Ihr wollt die Flasche ja voll mitnehmen. Ihr könnt ja, das heißt, ihr schmeißt ja gerne mal ein Drittel oder so weg. Ne? Oder gibt ihr oder nehmt einfach 2 Flaschen mit. Das mache ich so. Ja, kann man auch machen. Aber eine ist ja, also wenn man voll wegfahren will, muss man halt, ne? Und wenn ich nach Spanien fahre, fahre ich nicht mit 2 Flaschen, dann fahre ich nur mit einer. Weil ich mir nämlich eine spanische Flasche hole, so ein System, was auf das deutsche System aufpasst, und dann würde ich die ganze Zeit in Spanien die spanische Flasche tauschen und habe aber dann auch die deutsche Flasche so als Ersatz. Also so behelfen sich da viele. Wobei wir jetzt natürlich auch mal so ein bisschen den Druck rausnehmen müssen, weil wir wissen, du lebst im Camper, du machst offensichtlich auch viel auf Gas, zumindest an manchen Tagen, weil der Durchschnittsurlauber, der hat natürlich jetzt erstmal Sorge, wenn er so eine 11 Kilo Gasflasche, so eine große grün-graue, wie du sagst, kauft. Ist immer die klassische Einsteigerfrage, wie lange hält die denn? Ja, kann ich dir sagen. Ja? Eine Flasche hält pro, wenn ich alleine unterwegs bin mit meinem Absorberkühlschrank, koche ein bisschen und mache warm Wasser, dann brauche ich 11 Kilo für 30 Tage. Wenn ich mit 2 Leuten unterwegs bin, vielleicht mal ein Kini dabei habe, dann könnt ihr ja ausrechnen, dass das deutlich schneller wird. Und der größte Verbraucher ist der Kühlschrank. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann kauft ihr einen Kompressorkühlschrank, also ich jetzt, aber die sind alle so klein. Also so ein 160-Liter-Kühlschrank, den finde ich schon richtig klasse, also für mich jetzt. Kann ich verstehen. So, guck mal, ich habe auch einen Absorberkühlschrank. Wenn ich aber zum Beispiel auf dem Stellplatz bin, dann stöpsel ich mich an den Strom und lasse den Kühlschrank häufig über Strom laufen. Solange ich habe tatsächlich meine Flasche zu einem Dreivierteljahr drin, weil ich nur darüber koche. Und wenn ich im Winter fahre, das ist ja nochmal was ganz anderes, also wenn ich heize, geht es natürlich schneller leer, aber dann hält sie schon durchaus meine Saison. Ne? Ja, das ist ja das, was ich sagte. Wenn ihr auf einem Stellplatz fahrt, oder zum Beispiel in Spanien, sind die Stellplätze fast immer auch mit Duschen. Ne? Also das ist ja in Deutschland weniger der Fall, dann ist das ja gleich ein Campingplatz. Aber wenn ihr in Spanien seid, oder in Portugal zum Beispiel, oder in anderen Ländern, dann ist auch noch eine Dusche dabei. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dann da die Dusche nutzen. Ihr werdet wahrscheinlich an 230 Volt sein und ihr werdet wahrscheinlich auch häufig mal essen gehen und beziehungsweise draußen grillen. Und dann braucht ihr natürlich nicht so viel Gas, gar keine Frage. Aber wenn man so, weiß ich nicht,
zwei Wochen richtig kalt, knackig kalt ist, dann braucht ihr zwei Gasflaschen. Und eigentlich eine für drei Tage, wenn man wirklich durchheizt, ja, so ungefähr, das kommt dann schon hin. Ne? Aber so wie es da jetzt so ein bisschen das einzuschätzen mit dem Gas, es kommt halt wirklich darauf an, wie euer Verhalten, also wie soll ich sagen, Übernachtungsverhalten ist. Das ist so lustig, weil wir haben wirklich, es kommt drauf an, Fragen und Antworten heute den ganzen Tag. Gibt es von eurer Seite aus noch irgendeine Frage, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben? Oder die wir angesprochen haben, die sie nicht verstanden haben. Das geht ja auch. Das sieht nicht so aus. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist gerader Stand? Weil ich glaube, das unterschätzen vielleicht auch viele, gerader Stand eines Reisemobils. Kommt drauf an, mit welchem Wohnmobil ihr unterwegs seid. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir mal so an. Ja? Welche hätten wir? Also ich habe die letzten zwei Jahre in einem 5,40 Meter Kastenwagen gelebt. Also in kleinen Dingen hatte ich keine Keile dabei. Ich war sozusagen immer gerade genug. Und ich hatte auch einen Kompressorkühlschrank. Weil der Kühlschrank ist da auch wieder die Schwachstelle. Habt ihr so ein, also ein meistverkaufte Wohnmobil ist 7,40 Meter. 7 Meter oder bestimmt ganz ordentlich, schönes Wohnmobil. Da sieht das natürlich ein bisschen anders aus, da ist die Fläche größer und die leichten Schrägen sind natürlich, wirken sich sozusagen, ja, wie soll ich sagen, deutlicher aus. Ne? Und wenn die Frau oder am besten Fall natürlich der Mann schön kocht im Wohnmobil und die, weiß ich nicht, die Öl läuft immer in eine Richtung. Oder der Gaskocher geht vielleicht gar nicht nur auf der einen Seite an oder so. Oder sowas, ne? So, und natürlich auch der Absorberkühlschrank, der möchte gerne gerade stehen. So, und dann müsst ihr halt entweder mit Keilen arbeiten oder mit diesen Hydrauliksystemen. Wenn ihr eine Luftfeder einbaut, die kann auch 10 cm ausgleichen, ist auch eine gute Lösung. Aber auch da müsst ihr natürlich immer das Gesamtgewicht im Auge behalten. Ich persönlich würde kein Wohnmobil fahren wollen, weil über 3,5 Tonnen ist. Denn dann bleiben mir viele schöne Strecken irgendwie verwehrt. Man kann in viele Orte nicht reinfahren, etc. Und Maut ist teurer und bla bla bla. Deshalb bleibe ich immer gerne unter 3,5 Tonnen und verzichte dann auch auf bestimmten Komfort. Ich weiß nicht, meine Freundin Iris, sie wohnt in Wolfsburg, die hat also ein Hydrauliksystem sich für 6.800 Euro da unterbauen lassen. Der drückt da auf den Knopf. Da müsste jedes Mal. Ich habe die günstige Variante und fahre einfach auf Keile. Ja, die Keile habe ich auch. Ich habe sie tatsächlich jetzt ein paar Mal einsetzen müssen. First time für mich in meinem Camper leben, weil ich vorher immer nur so kleine Dinger gefahren bin. Ich habe jetzt einen Teil integriert mit 6,40 Meter und da muss man einfach Keile haben. Da gibt es ja auch Hydrauliksysteme, keine Ahnung, kosten 300, 400, 500 Euro und so Pressluft. Wer braucht so zwei so Keile, die für 40, 50 Euro tun eigentlich ihren Dienst. Und wenn man ganz viel Geld ausgeben will, dann mal zwei Paar Keile. Aber das halte ich für vollkommen übertrieben. Meine VW-Bus habe ich früher immer auf Steine gestellt. Dein Bus wird ja keine Hersteller nennen. Bulli. Dein Bus. Ja, bei Bulli kann ich Bulli sagen. Du bist eigentlich auch ein Hersteller, oder? Bulli ist VW. Man soll doch nicht sagen, Mann. Andere Generation hier. Also das wird nichts mehr mit dem heute. Ich beende das an der Stelle. Die Zeit sagt sowieso, wir sind durch. Kräftigen Applaus. Schön, dass du da bist. So, und wir machen.